Es gibt wirklich nur ein paar Menschen, mit denen ich mir vorstellen kann, auf so wenigen Quadratmetern zu reisen wie in einem Wohnmobil. Und eine davon ist diese Woche zu Besuch. Meine Schwester. Aber es läuft nicht alles wie geplant. Mein erster Unfall, Sina. Ja, wir sind jetzt leider hier reingerollt. Also ich bin eigentlich nur geparkt, aber wir sind vorgerollt, weil ich die Handbremse nicht gezogen hatte. Juhu. Tja. Erst kam so ein Mann, den wir aus so einem Haus gefunden haben, das war nicht sein Auto. Und der hat dann angefangen, das einfach zurückzubeulen. Dann sah es eigentlich schon ganz gut aus. Und dann kam ein Mann, wir waren uns erst nicht sicher, ob das jetzt der Besitzer ist. Aber dann hat sich herausgestellt, ja doch. Und er war dann so, pff. Dann haben wir ihm so ein kleines Schokolädchen gegeben. Und ja, nicht immer alles so schlimm, wie es scheint. Überhaupt nicht. Und was hast du erstanden? Ein Oregano. Wow. Sina hat sich beschwert, weil ich habe aktuell nur ein Gewürz. Salz. Deswegen. Ja, ich kam auf die Idee, bevor ich nach Japan gegangen bin, meine Gewürze zu verschenken. Also ich hatte davor auch nur ein anderes Gewürz noch. Also. Aha. Und was war das? Pfeffer? Ja. So, wir haben jetzt ganz vorausschauend schon das Rückfahrticket für Sina gebucht mit dem Bus. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, auf jeden Fall. Erst in 6 Tagen. Yeah. Ja. Wir haben jetzt eine typische griechische Nachspeise bekommen. Joghurt mit Sauerkirsche. Und? Schmeckt gut. Ja, ich finde es immer so, naja. Jana hat keinen Geschmack. Das wissen wir schon, weil sie seit Wochen nur mit einem Gewürz kocht, und zwar Salz. Sie will mir sagen, was schmeckt und was nicht. Ja. So sehr ich es auch liebe, allein in die Welt zu ziehen und mich überall und bei allen Menschen, die ich treffe, ein bisschen neu zu erfinden, so schön ist es auch, Zeit mit Menschen zu verbringen, die man einfach schon ewig kennt und bei denen man einfach sein kann, ohne irgendwas erklären zu müssen. Was natürlich nicht fehlen darf in jedem Wohnmobil, ist etwas zerbrechliche Glasdekoration für so ein bisschen Adrenalin einfach beim Autofahren. Deswegen werden die Sina und ich jetzt solche Glasdeko-Gläser bemalen. Ich habe auch schon eine Idee, ich will einen Schmetterling machen. Was willst du machen, Sina? Blumen. Eine Blume. Schön. Schön! Und hast du dir mein Leben so vorgestellt, Sina? Ja, es war ein sehr langer Tag und irgendwie geht er nicht zu Ende. Wir haben immer noch ein paar Stunden vor und uns. Und ich bin voll bereit, einfach ins Bett zu gehen. Ja, ein bisschen aber anstrengend, jetzt, ne? Jetzt müssen wir noch kochen und Zeit miteinander verbringen. Mist. Ja. Mm. Es ist schon jedes Mal eine Überwindung, da reinzugehen, aber es tut wirklich so gut. Wir sind schon ziemlich unterschiedliche Charaktere, aber da wir unter einem Dach aufgewachsen sind, kennen wir uns in- und auswendig. Sina und ich haben das Problem, dass wir nicht langsam laufen können. Wir müssen immer rennen. Ja. Weil wer schneller geht, der schneller am Ziel. Richtig.
Thomas ist hier. Ach, bin ich auch Teil deines Videos jetzt? Ja, jetzt schon. Es gibt ja hier, es ist der einzige Arzt in Europa, wo es einen afrikanischen Chamäleon gibt. Aber der ist nur hier um den Bucht. Okay. Und ich möchte ihn sehen, ja. Ja. Ah. Weil ich identifiziere mich mit Chamäleons. Ah, okay. Ja, Thomas ist so eine Person, die trifft man überall. Ich kenne Thomas seit 2 Wochen und seitdem sehe ich ihn täglich. Und sogar Sina kennt Thomas schon, obwohl sie nicht lange hier ist. Und hier ist wirklich kein Mensch in diesem Nationalpark. Außer wir zwei und Thomas. Jetzt müssen wir nur irgendwie... Ja, zu beiden Seiten ist ein Seil. Okay, wir müssen irgendwie da runterkommen. Mama, Papa, das ist voll sicher, was wir hier machen. Ja. Es gibt sogar ein Seil. Es gibt sogar 2 Seile. Die Märzsonne ist hier schon ziemlich intensiv, aber ich habe es bisher tatsächlich geschafft, noch keinen Sonnenbrand zu bekommen. Das liegt aber nicht nur daran, dass ich mich brav eincreme, sondern an meinem Mataki-Armband. Es ist nämlich eine alte griechische Tradition aus dem antiken Griechenland angeblich noch. Das hat mir eine nette Griechin, die Marina, in Thessaloniki rumgemacht. Das macht man nämlich am 1. März rum. Und trägt das bis zum 31. März. Und das schützt vor der aggressiven Märzsonne. Bisher hat's geklappt. Na gut, wissenschaftlich erwiesen ist das nicht. Aber was wirklich praktisch für den Frühling ist, ist meine wasserfeste Uhr von Holzkern. Das heißt, ich muss mir nicht mal Gedanken machen, wenn ich irgendwie mal kurz ins Meer gehe, dass das irgendwie nass wird. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es fühlt sich schon ein bisschen komisch an, aber es ist möglich. Ich liebe einfach auch diesen Verschluss von dieser Uhr. Der ist irgendwie so total leicht und es wirkt eher so wie so ein Armband. Bei mir hat mittlerweile fast die ganze Familie Uhren von Holzkern, sogar meine Schwester, die wirklich sehr empfindlich ist, was Schmuck und Uhren angeht. Ja, mir ist das dann oft zu viel, aber die Uhr ist wirklich sehr leicht und trägt nicht auf. Und auch optisch sind die Uhren und der Schmuck ein echter Hingucker. Holzkern hat einfach den Dreh raus, wie man Naturmaterialien in schönen Schmuckstücken zur Geltung bringt. Es gibt Modelle mit Holz, Marmor und wie unsere Uhren hier mit Perlmut. Viele andere Uhren und Schmuck findest du im Onlineshop bei Holzkern und mit meinem Code ROSAGOLD kannst du 15% auf deine Uhr für den Frühling und Sommer sparen, also schau gern in der Infobox vorbei. Es ist total verrückt, wie vielseitig Griechenland ist. Es ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, aber dieser Wanderweg ist hier das perfekte Beispiel, weil wir waren heute schon auf der Wiese, dann waren wir im Wald und jetzt sind wir hier in dieser Wüste mit den Bäumen oder diesen Büschen, wo man sich fragt, wie kann das hier wachsen? Die 2 Wochen, bevor Sina jetzt da war, war ich so ein bisschen mehr sesshaft und bin kaum rumgefahren. Und das war auch okay, weil manchmal braucht man das auch. Aber es ist auch so schön, jetzt wieder unterwegs zu sein und wie viel wir einfach erlebt haben in den letzten 2 Tagen. Wie viele Eindrücke. Aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, wir werden heute Abend wieder sehr früh ins Bett gehen. Das Schönste aber waren gar nicht die Sachen, die wir erlebt haben, sondern eigentlich war mein schönster Moment. Ja, du! Klar, du! That was the best. It was! Hier kann man theoretisch übernachten, ist aber eigentlich verboten. Deswegen machen wir das auch nicht, weil das hier ist dieses Naturschutzgebiet rund um Voidakilia. Wir machen jetzt weiter an unserem Kreativprojekt. Kleiner Fail ist nur, dass ich hier irgendwie das Papier drauf liegen gehabt habe. Und jetzt ist hier das Papier festgeklebt. Aber ich finde, es könnte auch ein Licht- und Schatteneffekt vielleicht sein. Also, naja, mal schauen. Sieht mega schön aus, Sina. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin mit meinem Solala zufrieden, weil der Farbauftrag irgendwie echt ein bisschen anders war, als ich dachte. Jetzt sind die Übergänge noch nicht so schön, aber vielleicht kann ich das, wenn es trocken ist, noch mal besser machen. Was denkst du? Ja, bestimmt geht das.
Wir sitzen hier jetzt mit unserer nassen Wäsche im Wohnmobil, aber wir sind frisch geduscht. Wir sind heute Morgen auf einen Campingplatz gefahren. Das Wetter ist irgendwie eh so lala. Und es gab aber nichts zum draußen aufhängen, deswegen ja, haben wir jetzt die nasse Wäsche im Wohnmobil, weil es nochmal regnen soll. Aber wie gesagt, wir sind frisch geduscht und wir sind in Kalamata. Wir haben den ganzen Bus für uns, Sina. Ja. Jetzt setze dich jetzt da drüben hin. Ja. Also ich glaube, ich bin ein schlechter Beifahrer, deswegen fahre ich selbst. Aber das macht mir gerade mega viel Spaß, vielleicht weil so viel Abstand zum Fahrer ist. Also ich finde es gerade richtig cool, könnte ich jetzt ewig machen. So, wir sind nach Kalamata gefahren, um was zu tun? Zu shoppen. Und was ist jetzt? Feiertag. Vor allem, wir haben noch darüber geredet, dass Montag Feiertag ist. Dennoch haben wir vergessen, dass Montag Feiertag ist. Und jetzt ist Montag und Feiertag. Heute sind wir trotzdem hier. Woo! Yay! Die Griechen sind ja große Kaffee-Fans. Und ich wollte gerne mal einen griechischen Kaffee probieren. Aber das ist jetzt so ein halber Espresso auch noch. Dina hat auch probiert, aber es hat ihr nicht so gut geschmeckt. Es ist zu erwarten, ich mag keinen Kaffee. Ja, ich mag ja auch keinen Kaffee. Ja, vielleicht liegt es daran. Ja, ich glaube, daran liegt es. Und trotz Feiertag einen einzigen Laden gefunden, der offen hat. Ja, und die Person ist so süß. Ja. Das ist so toll. Wir haben auch eine Erklärung bekommen, wie diese Blumen heißen. Hast du es dir gemerkt? Nein. Schade. Unsere Blumen werden langsam etwas schlapp. Deswegen bekommen die jetzt einen Energy Drink. Fertig? Ja, ich hoffe es. Und sieht besser aus jetzt? Nee. Sina und ich haben schon oft darüber geredet, dass wir uns wahrscheinlich nie miteinander angefreundet hätten, wenn wir keine Schwestern wären. Sina mag, wenn alles nach Plan läuft und ich werfe gern alles nochmal um und komme zu jeder Verabredung zu spät. Außerdem ist Sina dann doch etwas schüchterner als ich und ich bin dann manchmal auch noch etwas peinlich in der Öffentlichkeit und wir hätten uns wahrscheinlich kein zweites Mal getroffen. Aber interessanterweise tun wir uns total gut. Ich bringe Sina gern mal über ihre Grenzen und dadurch zu neuen Erfahrungen und Sina ist für mich ein Fels in der Brandung und ein absoluter Wohlfühlmensch. Ich meine, wie kann man sie denn nicht lieb haben? Da kommt ein extra Platz, ganz weit vorne. Wunderschön. Nicht wahr? Wir sind hier in dem Fairytale Castle von Griechenland. Wie heißt der Ort nochmal? Agrili. Es wurde erbaut in den 1960er Jahren von Harry Fournier. Er hat in den USA gelebt, er war ein Chirurg, aber er hatte Wurzeln in Griechenland. Und nachdem er in Rente gegangen ist, wusste er nicht so recht, was er mit seinem Vermögen anfangen sollte. Unter anderem sind ja auch drei Statuen. Einmal ein riesiges Pferd, das hohl ist von innen, und einmal Poseidon, Gott des Meeres, und Athene. Würdest du eher mit mir in diesem Schloss wohnen oder im Wohnmobil? Ich glaube tatsächlich das Schloss. Hast du das gegen mein Wohnmobil? Nein, also ich glaube... Ja, die schlechte Nachricht ist, ich kann das eh nicht kaufen. Ich habe nämlich eine Pferdehaarallergie und hier ist dieses riesige Pferd, was halt auch hier ziemlich permanent zu sein scheint. Deswegen... Und hinter dir ist noch ein Pferd. Stimmt, da ist noch ein Pferd. Ja, nee, das geht nicht. Also wir müssen doch im Wohnmobil bleiben, Sina. Ah, Mist. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt schon mal mit dem Wohnmobil gefahren bist. Nein. Noch nie? Noch nie. Oh mein Gott. Okay. Damals, als du es gekauft hast, hatte ich ein halbes Jahr meinen Führerschein und habe mich das noch nicht getraut. Aha. Okay, ja, dann steck mal den Schlüssel rein. Jetzt musst du aufs Gaspedal drücken, bis das... Ja, reicht schon. Okay. Jetzt drückst du auf Kupplung und Bremse. Durchdrücken, ja. Das ist die Bremse. Und jetzt startest du den Wagen.
Genau. Boah. Cool. Und warte, ich muss noch anschnallen. Ja. Tu mal einen ersten Gang rein. Nach. Oh Gott, wie beschreibe ich das? Ist er nicht schon drin? Nee, versuch mal, ja, keine Ahnung. Ja. Boah. Gottes Willen. Ja, sehr gut. Wir fahren ganz langsam, sonst bist du zu schnell für den Gang. Ja. Okay. Und jetzt drückst du die Kupplung durch. Aha. Und tust einmal nach unten. Bleibst auf der. Ja, okay, weiter. Boah. Boah. Ich fühle mich mächtig, du. Krass, okay. Ja, das ist voll schon dagegen gekommen. Warum hat er jetzt so? Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Nein, ich glaube, der war nur so hallo. Oh. Wie war's? Cool. Willst du noch weiterfahren? Nein. Das Wetter heute. Es regnet so. Ist gerade ein komisches Gefühl. Ich bin das erste Mal seit Tagen wieder alleine im Wohnmobil, weil Sina einkaufen ist. Und das ist auch ein bisschen komisch. Also ich meinte vorhin so, Sina, wir müssen jetzt noch einkaufen gehen, gar keine Lust. Und dann war sie so, ja, ich kann ja auch alleine einkaufen gehen. Und ich war so, kannst du das? Weil ich weiß, dass meine Schwester auch schon einige Zeit ausgezogen ist und ihren Lebensalltag toll alleine meistert. Aber für mich bleibt sie irgendwie immer so meine kleine Schwester. Und dass sie jetzt für uns einkaufen geht, ist ganz skurril. Ich habe Sachen dabei, um die Stimmung zu heben. Möchtest du wissen, was? Ja, ich möchte wissen, was. Wow, Fanta, Cookie! Ja. Sina und ich fahren jetzt zu unserer letzten Station für die Reise. Wir werden jetzt noch die letzten zwei Tage da verbringen, wo wir auch gestartet haben. Wir haben im Prinzip so eine kleine Rundtour gemacht über die Peloponnes und enden bei dem Strand, wo ich auch davor ja schon 2 Wochen war, wo ich auch schon ein paar Leute kenne. Und es ist, denke ich, ein guter Ort, um die Reise ausklingen zu lassen. Sina trägt gerade meine Schuhe und die sind leider ein bisschen am Arsch. Aber ich habe das Angebot bekommen von Cornelia und Mario, dass sie die uns wieder hübsch machen. Der Tee sieht sehr interessant aus. Vielen Dank. Willkommen. Sehen jetzt aus wie neu, Sina. Ja, sind aber immer noch zu groß. Wusstest du, dass Hüpfen sehr viel einfacher ist und sehr viel weniger Energie braucht und man ist viel schneller am Ziel, aber nur die Gesellschaft sagt einem, dass man nicht hüpfen darf. Na dann! Unser Morgen beginnt damit, dass ich so tue, als wäre ich beschäftigt mit Häkeln und Jana dazu nötige, dass sie unser Frühstück macht, weil ich es nicht tue. Und heute ist auch schon unser letzter wirklicher Morgen. Oh, sag sowas nicht. Ja, weil morgen um 6.40 Uhr fährt mein Bus. Fährt schon dein Bus. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass Jana morgen nicht mehr da ist. Wir versuchen jetzt noch den letzten Tag zu genießen. Ich bin schon ein bisschen durch den Wind irgendwie. Ich bin so durch den Wind, ich habe sogar mit meiner Uhr geschlafen. Das ist ein echtes Qualitätsmerkmal, weil normal kann ich das überhaupt nicht haben. Aber die ist wirklich so leicht, ich merke das überhaupt nicht mehr. Also schau auf jeden Fall bei Holzkern vorbei und ich mache jetzt Frühstück, Sina. Sina und ich sind schon unser ganzes Leben lang Schwestern und haben uns auch schon immer gut verstanden, aber seit einigen Jahren befinden wir uns in dem spannenden Prozess, echte Freunde zu werden. Alles hat vor 2 Jahren in Spanien begonnen, als Sina mich im Wohnmobil besucht hat und dann beschlossen hat, ihren Rückflug sausen zu lassen, um allein eine Europareise zu machen. Da haben wir gemerkt, dass wir auch außerhalb unseres Elternhauses super zusammen funktionieren und uns als Menschen weiterbringen. Und trotzdem wirst du immer meine kleine Schwester bleiben und ich bin so froh, dir beim Aufwachsen zusehen zu dürfen.